So, moin moin Freunde, was geht? Ja, wie ihr sehen könnt, Thomas und ich sind noch auf jeden Fall unterwegs. Ihr habt ja das letzte Video gesehen, er muss nämlich fahren. Und ja, wir sind jetzt halt jetzt auf dem Weg zum TK Maxx. Der TK Maxx ist ja im Weserpark hier in Bremen, ich hab gesagt, da können wir mal rumgucken. Und da ist auch noch Toys R Us und was ist da noch? Da ist noch hier GameStop und so weiter. Ne? Also, mal gucken, was wir gleich da finden, ob wir da ein paar Toys abstauben oder nicht. Werden wir sehen. Also bis gleich. Könnte passieren, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da sind wir jetzt am Weserpark und hier gibt es ja natürlich den TK Maxx. Aber wir sind angekommen. Das war nicht so problematisch wie da in Bremen. Aber mal gucken, was wir da jetzt so finden. Bis gleich. In der Spielzeugabteilung. Was? Wir sehen uns in der Spielzeugabteilung. Ja, richtig. So viel Auswahl ist jetzt hier nicht, ne? Aber Thomas hat jetzt hier so einen Turtles-Bus in der Hand, ne? Aber sonst, was sagst du hier so? Also sogar ferngesteuert hier. Ja. Also, das kann man eigentlich nichts sagen. Was kam der vorher? Kann man da nicht mehr lesen. Also 50 Euro hat er schon vorher gekostet. Ja, dann ist hier noch hier so ein Star Wars-Set hier, ne? Ist hier noch so ein Star Wars-Set hier irgendwie. Warte, ne? Sammelt das noch einer? Also, sieht auch. Hat Wills ist ja cool auf jeden Fall. 27 Euro kostet das. Aber wenn das noch was für jemanden ist, ne? Also TK Maxx hat immer ganz gute Angebote hier. Hier kann man immer schön was kaufen. An billige Actionfiguren. Manchmal gab es ja auch sogar Marvel Legends Figuren und so weiter zu kaufen. Werdet ihr noch mal ein bisschen sehen hier im Video, was es hier zu kaufen gibt, ne? Thomas ist ja gerade am Rumwühlen. Den Danger Mouse nehme ich jetzt mit für 2 Euro. Schnauze, Kalypke, hol ich. Ja, so viel Auswahl ist jetzt wirklich hier nicht, ne? Aber hier kommen mal Minions dann, ne? Mit Ode, ja. Toilette. Ode Toilette. Und einmal so ein Dino von Jurassic World ist hier noch. Ja. Achso, das, ja. Also letztes Mal war mehr Auswahl hier gewesen in Bremen. Also, ja, auch so kleine Minion-Gummifiguren. Ja, da gibt es dann nochmal, da vorne gibt es noch irgendwie Brettspiele oder keine Ahnung. Sonst lohnt sich das auf jeden Fall hier mal herzukommen, ne? In Hamburg gibt es ja auch einige. Das sind wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, gleich geht es nochmal zu Toys R Us. Der spricht sogar. Ja, viel Spaß bei Toys R Us gleich. Die findet Thomas ja auch wirklich ganz gut, ne? Die findest du gut hier, diese Würfel? Ich finde die ja irgendwie mega hässlich. Was kosten die? 10 Euro. 10 Euro, naja, weiß nicht. Ob ich mir das jetzt so hinstellen würde. Was? Ja? Ja? Hat sich Thomas hier gekauft? Thomas hat sich ein Danger Mouse gekauft. Ja, für 2 Euro, kannst du nichts sagen. Die spricht sogar. Ich habe mir das hier gekauft. Ja, ich habe auf jeden Fall das hier gekauft. Da kann ich mir endlich mal den Captain America darstellen. Nein, das ist natürlich für meinen Sohn. Ja, auf jeden Fall für 10 Euro kannst du es falsch machen. Ja, für mich, ne? Und auf jeden Fall habe ich mir noch ein Buch geholt von Bob der Baumeister. Natürlich auch für mich zum Einschlafen. Nein, aber jetzt gehen wir erstmal zu GameStop. Alter, die Rolltreppe ist richtig schnell. Super schnell. Super schnell. Ich glaube, die fährt schneller runter. Während sie hochfährt als Summer Sale. Sale. R2, L3. Kenn ich nicht. Sailor Moon. Ja, hier, kannst du noch die? Hier, Thomas, kennst du noch die hier? Oh, nee. Ja, yeah, Mann. Der Film war auch lustig. Sie wollen uns essen! Boah. Ey, mit sowas gehst du auch noch hier los, ne? Der hat nur Scheiße im Kopf, ne? Oh Mann. Ich glaub das nicht. Es gibt sogar eine Star Wars Grillzange als Lichtschwert. Hier auch noch mit diesem roten Ding zum Covern der Kammer dann später. Also Thomas ist hin und weg. Oder? Was sagst du, Thomas? Ich bin am Überlegen noch. Ja. Nein, sind alle überall hier. Und jetzt müssen wir erstmal speisen wie die Königin beim Restaurant zum. Jetzt mal? Zum Goldenen M. Ja, zum Goldenen M. Goldene Möwe. Ne? Die Goldene Möwe. Und für den Kram bin ich extra hergelaufen? Ja,
Und hier habt ihr auch die Chance auf diese Star Wars, sag mal, ja, wie nennt man das? Remake, Reboot, neue Figuren. Neue Figur auf alter Pappkarte. Ja, auf alter Pappkarte, ne? Also für euch Leute, die ja sowas gerne sammeln, hier gibt es die bei Toys R Us für 35 Euro. Für 35 Euro. Aber Thomas sagt, er verdient nicht so gut. Nee. Nein, aber sonst gibt es hier noch halt so halt, ne? Die Figuren, die man nicht holen sollte. Yeah, ihr könnt euch gut kaufen. Ja? Er ist noch, ja, ganz wenige sind noch da. Ja, ganz wenige. Für 35 Euro, 34,99. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit hier auf Vulture, den Gaia, Thor. Die sind aber nicht so gut, die Figuren. Oder halt ein Hut, der ein Babyhut, der dann halt wackelt. Wer ist das da? Das ist doch hier, ist das nicht. Was heißt denn? Mastermind, keine Ahnung, wie heißt der? Okay. Keine Ahnung, das ist auch nicht. Ja. Wenn ihr Autogramme wollt, dann kriegt ihr das dann bei mir hier so. Ne? Das mache ich noch dann Thomas und dann schreibe ich noch Fun davor. Jetzt kommt das Beste überhaupt. Also mal Thomas, was machst du denn da? Okay, das ist ein sehr merkwürdiges Teil. Eine Furzkanone. Eine Furzkanone. Es gibt sogar Pirates of the Caribbean Figuren, ich glaube es eher nicht. Ja, Mystery Mini Figuren, oder? Ja, Mystery Mini Figuren. Oh das mein Gott. Also holt ihn rum raus, ne? Und könnt ihr ein bisschen Captain Jack Sparrow spielen. Bob! Ach ne, es ist Thomas, ne? Die kleine Lokomotive ist das. So, da sind wir wieder im Auto. Also Toys R Us war nicht so weltbewegend, da haben wir nichts gefunden. Oder war uns ja auch dann zu teuer oder keine Ahnung, ne? Ja. Ich meine, 35 Euro Marvel Legends ist ja normal vernünftig. Aber ich bin ja so der Marvel Select Sammler. Thomas war ja schon überlegen, aber man muss ja auch ein bisschen aufs Geld schauen nochmal, ne? Ja. Aber dafür sind wir noch ein bisschen fündig geworden bei TK Maxx und ja auch bei GameStop. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren. Thomas hat da mal die Seite gesehen hier in Bremen, beim Weserpark, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ne? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Haut rein. Haut rein. Bam.